herzlich willkommen zu einer neuen Total War Warhammer Folge. Erst einmal zur letzten mit Bretonia und Heilige Kriege Düsterlande. Ist die nächste und letzte Schlacht. Wie immer, Videopause, um euch den Text durchzulesen. Und wir kämpfen wieder gegen die Grünhäute. Und natürlich, Verstärkung wird erwartet. Aha, wir haben wieder diese Pilger. Sehr schön. Die kämpfen hier vor uns. Ach, noch Rockspinne. Ach du Scheiße. Okay. Der grüne Ritter wird sich um diese große Spinne hoffentlich kümmern. Und da werde ich meinen General wahrscheinlich auch noch dazu setzen. Die haben hier drei Artillerie. Die versuche ich mal ganz schnell rauszunehmen dann. Das ist die gleiche Armee wie bei der ersten Schlacht gegen das Chaos. Also da stand eigentlich Verstärkung wieder wartet und da wird jetzt gar nichts aufgezählt. Bin also mal gespannt, was denn noch also kommt. Die Düsterlande wimmeln von Grünhäuten, mein Herr. Dies ist wahrlich der Bauch der Bestie. Orks und Goblins rücken an, um eure Streitkräfte zu umzingeln. Besteht gegen die grüne Flut. Kämpft gnadenlos und zerschlagt das Böse. Im Namen der Herrin. Gut, dankeschön. Hier als wieder Berater anstatt Ansprache. Gut, die Pilger hier sind unsere, ja. Als Reliquie. Das sieht auch ganz nett aus eigentlich. Helene der Heilige. Okay. Gut, die Pilger, die werden wahrscheinlich eher so Kanonenfutter darstellen. Die Pegasus-Ritter. Die werde ich wieder hier hinten aufstellen. Und dann versuche ich dann natürlich, ja, die Artillerie eigentlich rauszulocken. Die sehen auch sehr nett aus. Und natürlich diese riesig fette Spinne. Gut, da tue ich dann meine Landsknechte einfach hinschicken. Grüner Ritter und General um diese. Und die schaffen es dann hoffentlich. Gut, dann machen wir mal die Aufstellung. Jubala. Ja, gut, die KI, die wird einfach dann wahrscheinlich nur nach vorne reiten und das war's dann. Gegen große Feinde. Gut. Große Feinde, rechte Flanke. Karlsritter auch gegen große Feinde. Das Gute ist halt von diesen Rittern, dass die halt auch wirklich gut gegen größere Einheiten sind. Also kann man es auch mal gegen zum Beispiel eine Spinne schicken. Was bist du für einer? Krit des Königs. Ja, ich bin nicht gewohnt, mit so vielen Kavallerie-Einheiten zu spielen. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Der grüne Ritter. Ich könnte ihn natürlich da hinten jetzt hinstellen, weil der hat auch eine Vorhutaufstellung. Aber den brauche ich dann vielleicht noch. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich stelle ihn jetzt wirklich hinten hin. Und vielleicht kann ich ihm ja dann... Obwohl, der ist dann wahrscheinlich viel zu weit weg. Weil die Spinne wird wahrscheinlich hier dann so runterlaufen und so. Also werde ich ihn jetzt einfach mal hier hinstellen. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal. Sind natürlich jetzt auf unsere Pegasus-Ritter aufmerksam geworden. Die Pilger greifen natürlich sofort an. Advanced.
Die ignorieren sie noch ganz kurz. Vielleicht irgendwie habe ich Glück, da ein bisschen Schaden anzurichten. Die Pilger tun sie aber ganz gut ablenken jetzt. So, und jetzt abhauen. Ganz schnell abhauen. Yep. Die sind natürlich anfällig gegenüber von Fernkampf. Oh, und da sind schon meine Ritter. Gut, jetzt schaue ich mal, ob ich es vielleicht besser hinbekomme jetzt mit meinen Rittern. Gut. Wo ist denn die Spinne? Ah, okay, da ist die Spinne. Gut, ihr geht auf die hier, ihr geht auf die hier, ihr geht da auf den hier. Und ihr reitet da schön in diese Bogenschützen rein. Oh ja, das wird richtig schön, glaube ich. Einfach hier einfach mal alles niederzureiten. Und es macht Spaß. Ich frag mich jetzt, wo hier diese feindliche Verstärkung. Oh, weil er nicht allein hinten stehen bleiben. Und ihr reitet einfach da hinten schön rein. Und die Spinne verzieht sich. Das ist schön. Du ver. Oh, die flieht einfach. Obwohl die noch so viel Leben hat. Sehr gut. Gut, es war jetzt einfach zu einfach. Wo ist jetzt die andere Streitmacht? Die versteckt sie doch hier irgendwo bestimmt. Formale alle. Nähert sich. Da kommt sie ja auch schon. Das geht dann gleich hier mal runter. Ich schicke nochmal ganz schnell meinen General dahin. Der grüne Ritter schlägt sich ganz gut gegen die. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Geschwindigkeit erhöhen. Hier ist noch so ein Rumgemuschtel. Was sind das? Was sind das für Ritter hier? Eigentlich gegen Infanterie gedacht. Na gut, dann stellen wir mal gegen die. Ist uns eh schon ab. Windstoß.
Die Spinne ist weg. Oh Mann, hier so rumgewuschelt, diese Verbündeten irgendwie. Gut. Ihr reitet dahin. Pegasus-Ritter, ihr geht dahin. Gut. Sagen wir mal, auf welchen Holz wir geschützt sind. So, was war denn das Windstoß? Oh, Riese! Okay, warten wir ganz kurz hier. Der blöde Riese muss weg. Wo ist Jess? Ah, sagt der Vernichter. Willst du mich verarschen? Dieser blöde Riese killt den halt endlich. Pausieren. Ah, Verstärkung ist eingetroffen, immerhin. Verlangsamen hier. Ganz Gewusel hier mal ein bisschen entzerren. Ready! Run, take the ground! You require
Mach den Stoß. Mach schon. Ja, und? Es läuft so doch ganz gut, glaube ich, jetzt. Ich glaube, ich habe die Ritter jetzt ganz gut eingesetzt. Die haben jetzt, glaube ich, viel Schaden angerichtet und zugesetzt wird es natürlich. Verstärken wir nochmal alles. Und einfach mal da mitten rein. Wer ist denn jetzt die Huppe? Achso, ich dachte, das war's jetzt schon. Na gut, mal schauen, wie viele Ork-Armeen da jetzt noch kommen. Das ist ja gigantisch mit Bretonien, was das für Schlachten sind. Ganze, da kommt nochmal eine Armee und da kommt nochmal eine Armee. So, aber meine Einheiten werden, glaube ich, ziemlich erschöpft langsam sein. Rumgewusel hier. Ein bisschen entwuseln hier, Mann. Na gut, uns Verbündeten reiten einfach mal da rein, ja. Gut. Wenn das so ist, ihr tut ihn mal kurz ein bisschen ablenken. Vielleicht bringt es jetzt mal was. Aus Atem. Frisch. Sehr müde. Frisch. Na gut, es geht sogar. Immer schön. Genau. Immer schön schwächen hier. Meine Ritter sind so stark, da haben diese Wildschweinreiter keine Chance. Und die Schwarzorks sollten auch keine Chance haben. Mal schauen, was die noch so zu bieten haben. Ich schicke erst einmal ganz den Verbündeten vor, die schaffen es schon. Na gut, den grünen Ritter lassen wir da mal. Reinreiten hier, zack. Und jetzt noch von hinten nochmal rein. Hast du einen schönen Au-Au. Könnt ihr mal ein bisschen nach vorne schicken hier. Ja, es läuft so richtig gut, glaube ich. Ich habe, glaube ich, alles ziemlich gut unter Kontrolle. Ich glaube, die Ritter, langsam komme ich zurecht. So richtig schön die Kavallerie hernehmen. Und immer schön die Magie auch hernehmen. Und dann sollte das ganz gut funktionieren. Und einfach nochmal hinten reinreiten. Here we come. Zack. Oh. Und nochmal, zack. Grimgorg Eisenpelz. Und
und wieder schön hinten rein. Mal die Pegasus-Ritter. Und zack. Grimgorg Eisenpelz, du bist jetzt fällig. Und einfach nochmal rein. Oh, fließt ja schon. Ah, oh, das war doch eigentlich relativ einfach, obwohl eigentlich die ganzen Verstärker gekommen sind, aber die sind natürlich immer so gekommen, wo die eine Armee weg war. Dann sind sie erst gekommen. Und da konnte ich mich erstmal neu formieren und so. Also die Armee, also die Schlacht hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Weil ich konnte echt gut jetzt koordiniert kämpfen. Das hat mir jetzt echt gut gefallen. Schauen wir uns mal an. Unser König, ja, sehr gut. Grüne Ritter hat sie auch gut geschlagen. Also guck mal, gegen diese riesige Spinne hat er eigentlich kaum Leben verloren. Aber man muss dazu sagen, wenn er im Wald ist, regeneriert er Leben. Aber ich weiß gar nicht, ob er manchmal im Wald war. Unsere Knappen haben sie doch auch ganz gut geschlagen. Landsknechte haben sie gut geschlagen. Und unsere Kavallerie, die ist halt einfach der Hammer. Da, 168. Der Hammer. Also, man muss Bretonia zugutehalten. Die haben wirklich sehr gute berittene Ritter. Ist wirklich sehr stark. Man kann sie auch gegen große Einheiten hernehmen. Manche Kavallerie muss man halt für Infanterie hernehmen. Und man muss halt die verschiedenen Kavallerietypen jetzt von Bretonia kennen und dann richtig einsetzen. Und dann sind die auch richtig stark. Da die Artillerie von den Gegnern hat zum Glück nicht viel Schaden angerichtet. Aber war das vielleicht ganz gut mit den Königs-Pegasus-Rittern. Die haben auch so viel Kills gemacht, wunderschön. Und nichts verloren an Leben. Also sieht man erstmal, wie stark die eigentlich sind. Dann klicken wir mal so durch, was die Gegner so geleistet haben. Nicht viel, wie man sieht. Der Riese, der war vielleicht noch am nervigsten. Und die konnten auch nicht mehr viel machen, obwohl die drei goldene Dinge hatten, also Rang 9 hatten. Also das haben wir doch richtig gut abgelenkt. Ja, unsere Vorhut, die war relativ gut. Die haben den Gegner ganz gut hingehalten. Ja doch, das war doch eine richtig schöne Schlacht. Ein wunderschöner Abschluss. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sieht man sich hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Und als nächstes werde ich machen... Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt vielleicht doch erstmal die Zwerge machen soll. Weil vielleicht immer von den Rassen her vielleicht ein bisschen Abwechslung. Nicht immer Mensch, Mensch, Mensch machen, sondern jetzt vielleicht nach den Menschen die Zwerge machen. Die Zwerge wahrscheinlich. Und da werde ich vielleicht mit Thorgrim Grollbart das anfangen... Weil es ist ja auch der König von den Zwergen, dass ich erstmal die ganzen Könige abhandle und dann mal die ganzen höheren Generäle und Helden. Vier von fünf steht natürlich da, weil ich es in der Kampagne schon gemacht habe. Weil bei der Zwergenkampagne, da habe ich irgendwie Lust gehabt, die ganzen Aufgabenschlachten mal zu machen. Die waren auch irgendwie immer auf dem Weg. Genau, also wie gesagt, dann bis zur nächsten Folge. Und höchstwahrscheinlich werden es dann die Zwerge. Falls ihr andere Wünsche habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich kann auch gerne das Imperium als erstes machen oder Grünhäute oder die Rote Hand. Das sind ja auch Orks. Sagt es einfach und dann sieht man sich einfach bei der nächsten Folge wieder. Ciao!